So, hallo Freunde und Modellbahnkumpels. Hier ist wieder der Jens. Hat ja gesagt, dass ich eventuell euch noch ein Video zeige. Mein Händlerkumpel, der hat mir heute meine Loks gegeben. Und ich war auch heute bei Spielmax. Das kennt vielleicht einige. Dort kann man auch wunderbar günstig verschiedene Baumaterialien holen, wenn man dort Mitglied ist, was ich ja bin. Gut, das zeige ich euch als erstes. Und zwar habe ich geholt das. Das ist einmal hier dieses Moos. Ihr wisst ja, dass ich viel dafür verwenden werde, also einiges davon verwenden werde für da hinten. Dort. Und dann da hinten, wo das Abstellgleis hinkommt, dann da noch ein bisschen und da ein bisschen, überall ein bisschen verteilt. Ist ja klar, ne? Dann Straße, hatte ich auch angekündigt. Mir wurde empfohlen, dass ich das hier nehmen soll. Eine Nummer größer. Das sieht besser aus, haben sie gemeint. Ja, das habe ich dann gemacht. War auch nicht gerade billig. Aber ich denke, da brauchen wir uns schon mal reden. Das passt. Gut, dann habe ich hier noch ein paar Matten geholt. Also ein paar solche Teile hier. Die kommen dann wieder dahin. Ich denke, das mit dem kompletten Rot, das sieht dann bestimmt richtig cool aus, wenn das hier dann auch noch alles rot ist. Dann passt das dann wenigstens. Ich hatte erst überlegt, dass ich da eine andere Farbe nehme, aber das Rot passt halt, denke ich, besser. Gut, das wäre das. Und für meinen Defekt ist hier Gelumpe, was auch alles wegkommt, habe ich dann die geholt. Aber leider festgestellt, dass irgendwie das ein bisschen größer ist. Ja. Ich würde sagen, das ist TT. Und das hier ist N. Oder das ist H0 und das ist TT. Aber das ist natürlich jetzt blöd. Ich weiß nicht, ob ich das trotzdem nehmen kann. Ob das auffällt. Wenn ich das ab hier neu mache. Mit dem Zeug. Müsste man mal sagen, ob das geht oder ob ich da vielleicht doch andere nehmen sollen. Die sind nicht teuer gewesen. 29 Cent. Seht ihr, der Preis, seht ihr, der Preis ist zugeschmiert worden. Nicht von mir, sondern von Spielmax. Ja, gut, das war's dann. Und ach so, ja, gut. Die drei Matten noch hier. Ich bekomme jetzt von einem YouTube-Mitglied. Danke nochmal dafür. Da muss ich nochmal schauen, wie der heißt. Zack. Ah ja, Kai, genau. Der Kai. Der schickt mir jetzt noch ein paar Matten und ein bisschen Baumaterial. Vielen Dank, Kai. Dafür machst du ein schönes Video oder wenn du dann mal was brauchst, kann ich dir auch was zuschicken, wenn du was benötigst. Ja, das sind halt dann diese einzelnen Matten. Ich hatte extra deswegen keine Rolle genommen, weil ich nicht wollte, dass es wieder sich aufrollt und so weiter und so fort. So, gut, das war das mit Baumaterial. Morgen kommt dann noch hier die Geschichte mit dem Holz. Was muss ich morgen noch holen? Das habe ich heute nicht mal geschafft. Ich war völlig groggy, als ich heute heim kam. Muss schnell einkaufen, dann habe ich mich hingelegt und ja, gut. Aber es gibt auch eine traurige Mitteilung. Zumindest für mich ist sie traurig. Und jetzt müsst ihr mir sagen, was ich da jetzt machen kann. Denn ich bezweifle, dass ich hier noch was ändern kann, was den Radius angeht. Ich zeige es euch einfach mal. Das sind die beiden Loks, die ich gekriegt habe. Die eine kennt ihr ja schon. Und die habe ich heute bekommen, also abgeholt beim Kumpel. Moment, ich pack's mal kurz aus. Bin mal kurz weg, damit ihr das gleich seht. Ich weiß jetzt genau, woran es liegt, dass die Loks bei mir nicht fahren. Es ist sehr traurig, aber nicht zu ändern. Ich werde sie beide auspacken, weil ich das bei beiden Loks jetzt getestet habe. Und da hilft jetzt nur noch eins, Umbau. Entweder das oder keine Ahnung.
Da bin ich jetzt ein bisschen geschockt. So, bitteschön. Zweimal Klass, 66. Zweimal für meine Anlage nicht geeignet. Scheiße. Bringt nichts. Kann ich euch genau zeigen. Also das brauchen wir gar nicht erst probieren. Wird sie gleich rausfliegen, bin ich hundertprozentig, aber das wird noch krasser. Achtet jetzt genau auf die Lok. Die fährt super, ist neuwertig, aber geht nicht bei mir. Schön auf die Lok achten. Natürlich solltest du vorher das wegnehmen, Jens. Jetzt schaut genau hin, was passiert. Da, habt ihr es gesehen? Keine Chance. Und das ist nicht Radius 1, das ist Radius 2. Die Lok schafft es nicht durch diesen Radius. Rausgesprungen. Ja, fahren wir nochmal zurück. Ohne sie in der Hand zu nehmen. Mal sehen, ob sie von alleine wieder reinspringt. Das macht sie. Dann zeige ich euch das Ganze nochmal. Achtung und raus. Keine Chance. Schade, schade, das kann man leider nicht ändern. Bup, und wieder rein. Hätte euch zu gerne schönes Güterzug-Video gezeigt, aber jetzt weiß ich wenigstens, warum die andere Klasse immer stehen geblieben ist in den Kurven. Ich habe nämlich jetzt erfahren, dass Kato eine Schutzfunktion eingebaut hat, dass diese Drehgestelle hier nicht zu weit nach innen gedreht werden können wegen den Wellen. Das heißt, die Lok schützt sich sozusagen selbst, dass nichts kaputt gehen kann und darum ist die Lok immer stehen geblieben. Ist also nicht kaputt. Das ist einfach nur eine Schutzfunktion, oder? Besser gesagt, dass es halt eben nicht zu einem Defekt kommt. Sehr schöne Lok. Die andere übrigens auch. Hier finde ich vor allen Dingen cool, dass man diese Blende dran gemacht hat oder dran gelassen hat, wo die Kupplung drunter ist. Ja, gut. Das war die erste. Ich stelle es mal hier her oder tue es gleich wieder in die Schachtel rein. Das ist natürlich jetzt richtig blöd. Und ihr könnt mal ja sagen, was ich da jetzt machen kann. Wahrscheinlich gar nichts. Außer die Anlage umbauen und das sehe ich nicht ein. Mann, 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 Mann. Ja, das war klar, dass es nicht geht. Das ist wie mit den amerikanischen Loks. So, und hier haben wir die andere. Die kennt ihr ja schon. Die war die ganze Zeit bei meinem Händlerkumpel. Da solltet ihr mal nachgucken. Also, der hat jemanden beauftragt, der nachgeguckt hat, und der hat zu mir gesagt, die Lok ist in Ordnung. Und er meinte, es wäre eine Schutzfunktion. Ob das nun wirklich stimmt, keine Ahnung. Wir werden jetzt sehen, ob sie jetzt fährt. Ja, sie fährt und sie wird bestimmt genauso rausfliegen. Nee, die bleibt drinnen. Ist aber grenzwertig. Und ich werde den Teufel tun, die Loks kaputt zu machen, bloß wegen dem scheiß Radius. Mache ich nicht. Vermutlich ist das hier von der ersten Generation und diese zweite Generation. Ihr kennt euch ja sicherlich damit aus und werdet mir sagen, woran das liegt, dass es bei der hier klappt. Gerade so. Und bei der klappt es gar nicht. Sehr, sehr ärgerlich. Bin jetzt ein bisschen sauer. Aber was will man machen? Dass ich die Loks jetzt durch die Kurven quäle, nur damit ich hier fahren kann mit den Loks, sehe ich nicht ein. Nee. Dann bleibt halt wirklich nur zu warten, bis der Anbau dran ist, um die Kurve noch ein kleines Stück zu entschärfen. Allerdings bezweifle ich, dass das geht, weil wenn ich jetzt hier Radius 3 noch anwende, komme ich hier zu weit rüber und dann passt das hier nicht mehr. Da bin ich ja froh, dass ich wenigstens die Kurve entschärft habe. Also ihr seht, es gibt halt auch Loks, die bei mir absolut nicht fahren können. Und da wirst du wohl nichts machen können, Jens. Außer
flennen und sagen, Scheiße, ich bin ja gefreut. Ja, zu früh gefreut. Wird nichts. Okay, dann packen wir sie wieder ein. Ich kann dir ja jetzt eiskalt sagen, dass ich die beiden Kratos wieder irgendwie in ein Tauschgeschäft verwickle. Aber dann kommt dann wieder die Horde, der hat so viel Geld, der ist bescheuert, der hat schon wieder zwei Lachse, die fahren nicht bei denen, der Vollidiot lernt's nicht. Und ja, ihr kennt das ja, ne? Aber diese Loks habe ich bekommen. Ja, von meinem Händlerkumpel. Und ja, das ist Provision. Dafür, dass ich ihm geholfen habe. Und nein, es ist nichts bei Facebook verkauft worden. Und nein, es ist auch nichts bei eBay verkauft worden, liebe harte Freunde. Das war ein komplett internes Geschichte, was überhaupt nicht über das Internet oder über die Medien oder was weiß ich irgendwie gelaufen ist. Das ist eine Weile her und er hat es mir versprochen gehabt. Ja, hätte ich wahrscheinlich vorher mal prüfen sollen oder vorher mal mich schlau machen sollen, dass die Loks tatsächlich kein Radius 2 vertragen. Verdammte Axt. Oder wie der Alex so schön sagt, Sabalot. Es geht nicht. Wenn ihr wisst, welchen Alex ich meine, Alex Wesley, der jetzt die neue Sendung auf D-Max hat, der sagt ja immer Sabalot. Ja. Kann man nicht ändern. Weiß ich nicht, was ich jetzt machen soll. Vielleicht habt ihr ja eine Idee, wie ich die Loks dann trotzdem noch fahren lassen kann. Oder, wie ich schon sagte, tja, dann wird es wohl keine andere Möglichkeit geben als einen Tausch. Die Loks sind alle beide neuwertig. Ist nichts dran. Das Problem, dass die immer stehen geblieben ist hier, das habe ich beseitigt. Lassen, beseitigen lassen. Aber sie fahren bei mir nicht. Oder ich warte ganz einfach wirklich, bis der Anbau hier dran ist und dann mal gucken, wenn ich den Radius ein bisschen entschärfe mit Flexgleis, ob es dann geht. Aber ich denke, das wird nichts bringen, denn jetzt kommt es nämlich, Freunde, jetzt kommt's. Da ist der Hauptpunkt, wo es absolut nicht mehr gehen wird. Und da wird auch kein Radius 3 gehen, weil es ist einfach kein Platz vorhanden. Und ich werde den Teufel tun, jetzt noch da hinten was dran zu bauen, damit die Platte so stehen bleibt, wie sie jetzt ist, wegen zwei Loks. Hier ist schon kaum Platz. Da rammel ich mich schon nicht mehr dran. Das muss nicht sein. Habe ich halt Pech gehabt. Man kann immer nicht jede Lok fahren. Und gerade solche Monster-Loks. Ja, es ist. Lässt sich nicht ändern. Verdammt. Egal. Egal ist nicht. Ich ärgere mich schon ein bisschen, weil dass dann meine Profession war und ich wirklich mich ins Zeug gelegt habe dafür. Also ich kann sie jetzt nicht ihm wiedergeben und sagen, ja, nee, komm, nimm die Loks wieder zurück, ich will ein anderes haben, das geht nicht. Das mache ich auch nicht. Das sehe ich auch nicht ein. Ja, bin jetzt ein bisschen geschockt. Vielleicht tausche ich ja doch die Loks gegen einen Triebzug oder so. Aber das weiß ich noch nicht genau. Ihr könnt mir ja ein Like da lassen oder eine Idee oder wenn ihr Interesse habt, mir irgendeinen Vorschlag machen, was ihr mir dafür anbieten könntet. Ich werde die Loks ja nicht weiter quälen über meine Anlage. Es geht halt nicht und ja. So, gut, nochmal zum Bau. Wie gesagt, da kommt dann hier die Straße hin. Hier werde ich mir noch morgen dann Asphaltzeug besorgen, also dieses Zeug hier, das hier, seht ihr ja, oder Kopfsteinpflaster oder was das ist, weil das war ganz gut, das Zeug. Das ist ja auch, glaube ich, von nicht Vollmer, wie hieß das gleich? Ansbach, oh ey, Jens, Menschenskinder. Auhagen, sorry Leute, kannst du nicht alles merken. Also von Auhagen ist dieses Zeug, das werde ich mir dann wahrscheinlich dann besorgen. Ja, gut, und weil da gibt es erstmal nichts zu sagen. Fahrvideo gibt es heute keins. Ist ja auch schon spät. Das hätte ich natürlich jetzt gemacht, das Fahrvideo ist klar mit den zwei Kratos, aber das bringt ja nichts, wenn sie nicht fahren auf der Anlage. Und ich werde die nicht im kleinsten Zustand durch die Gegend fahren lassen. Das fällt absolut aus. Also was mache ich nicht mehr. Dann stelle ich sie halt weg und ja, gut. Wie gesagt, ich bräuchte noch ein bisschen was.
Es wäre vielleicht auch ein Tausch möglich, aber die Sachen, die ich dafür benötige, die hat sowieso niemand günstig oder wird es nicht rausrücken, weil wer zerrupt schon sein TGV? Für den TGV bräuchte ich noch wenigstens zwei Zwischenwagen oder drei Zwischenwagen, damit er ein bisschen länger wird. Oder was ich noch suche, ist ein Talent 2 in Grün. Und warum in Grün? Weil der in Leipzig fährt. Wird aber garantiert keiner rausrücken, weil wer den hat, der ist froh, dass er ihn hat. Und ich weiß, dass diese Triebzüge nicht gerade billig sind. Ja, Schweizer Waggons, Fleischmann, wie gesagt, das ist alles schon in Planung. Da brauche ich auch nichts. Naja, wie gesagt, ihr könnt euch ja melden, ob ihr eine Idee habt. Vielleicht sage ich ja, ja, super, kann man machen. Oder ihr habt eine Idee zu meiner Geschichte mit dem Radius. Also das hier, das könnte man entschärfen, ist kein Problem. Aber das hier absolut nicht. Keine Chance. Ich sage nur ein Zug kann ich da als Beispiel nennen. Ey, Röster von Gott. Na, klingelt's da, Leute? Keine Chance. Der Zug konnte hier nicht fahren. Es ist nun mal so, dass es Züge gibt, die sind einfach nicht für Radius 2 und 1 gedacht. Und Loks ebenfalls nicht, weil es einfach unrealistisch aussieht. Und da haben die Macher oder die Erbauer gedacht, nee, sowas machen wir nicht. Wenn es nicht geht, hat derjenige halt Pech gehabt. So wie ich jetzt gerade. Gut, Freunde, das war's dann erstmal von mir. Wenn euch wundert, warum denn das Dach dort rumliegt, das kommt ja wieder hier drauf. Später, wenn das dann noch ordentlich gemacht ist. Und dann bin ich erstmal weg und wünsche euch noch einen schönen Abend. Ich werde noch ein bisschen Fernsehen gucken jetzt auf D-Max. Und dann gehe ich wieder ins Bett. Morgen wieder bei 5:15 Uhr aufstehen. Da freue ich mich richtig drauf. Hoffentlich ist es morgen nicht wieder so ein scheiß Wind. Der war ja heute unnormal. Und dann sehen wir uns dann später wieder, wenn ich was gebaut habe. Vielleicht in der Woche. Oder wenn ich euch noch ein Fahrvideo präsentiere. Falls es zu irgendeinem Tausch kommt, dass ich dann anderes Rollmaterial bekomme. Aber ich denke, das wird erstmal nichts. Tschüss!